Hallihallo und herzlich willkommen. Weiteres Gameplay hier von mir mit Timo. Diesmal Supporter. Ja, ich hab's mir eigentlich nicht rausgesucht. Ich wollte eigentlich auf die Toplane gehen. Aber dann wurde ich hier angeflamed von wegen, ja, Top wäre bereits vergeben, obwohl niemand was gesagt hat. Also wurde ich dann dazu gezwungen, quasi Support zu spielen. Als Timo. Ich hab gesagt, ihr seid ihr euch sicher, bla bla bla. Und ja, sie meinten, es würde funktionieren. Ich dachte mir, hey, ich bin eh immer offen für Neues. Ich teste es einfach mal aus. Werde hier mit meinem Teemo auf die Botlane gehen. Beziehungsweise mit Ashe auf die Botlane gehen. Wir treffen dort Sona und Tristana. Toplane, ja, gegen den ich eigentlich spielen wollte, Nasus. Wir haben Shen auf der Toplane. Dummerweise ohne Teleport sehe ich gerade. Ist ein bisschen blöd. In der Mitte Lux gegen Anivia und im Jungle haben wir einen Kha'Zix und die Gegner einen Jarvan. Up to 3, 4. So, die Frage ist, was ich jetzt als Support hier als erstes level. Entweder mein E-Spell oder mein Q-Spell. Ich habe mir hier jetzt Life-Rack als erstes geholt, weil ich ja ziemlich squishy bin. Ich habe hier weniger Leben als Ashe. Aber naja, schauen wir einfach mal, wie es läuft. Ich merke gerade dummerweise, dass mein Ton über die Boxen rausgeht. Und nicht über mein Headset. Darum werde ich ihn jetzt ganz, ganz leise drehen und hoffen, dass man ihn jetzt im Video nicht hören wird. Falls man es tut, ja, dann tut es mir eben leid. So, ich level mein Q-Spell zuerst, ich habe mich entschieden. Lege hier schon mal ein Ward hin. Wow! Hier, gleich mein Q und ein Crit-Gift fressen von Ashe. Warte jetzt mal, bis ich unsichtbar werde. Komm. Ah, doch, ich war schon rechtzeitig unsichtbar, glaube ich. Ich camp jetzt einfach, sie wissen, dass ich hier bin. Aber yeah, First Blood hier für unseren Jungler. So, jetzt haben wir den E-Spam mal gelevelt. Die Gegner haben hier einen Ward hingelegt. Den versuche ich jetzt gleich mal zu killen. Beziehungsweise kill ihn gleich mal. Sie haben keinen pinken Ward. Wie ich hier sehe. Bot no Ward. Juhu. Yes, Sir. Ja, Sona regt natürlich ein bisschen auf. Legen wir hier mal noch ein Ward hin. Jetzt sind wir ein bisschen arg abgesichert. Aber ja. Ich level jetzt mein W-Spell. Weil ich mit diesem dann schneller an Tristana herankommen kann und sie eben blenden kann. Dadurch kann ich ihr ein bisschen den Farm verkacken vielleicht. Zumindest ist es das Ziel. Okay, da kam Jarvan, ist aber schon wieder weg. Ah, hier liegt ein Ward noch drin. Okay. Warten wir mal, bis der wieder weg ist. Dann bewegen wir uns irgendwo anders hin. Hihihi. Ganz tricky hier.
Komm schon! Ah, sie rennt weg. Geblendet! Nein! Oh, ich bin so fucking lahm! Scheiße, ich komme nicht mehr dran. Schade. Da mein AD-Carry gerade weg ist, glaube ich, dem ein bisschen farm. Hab ja dummerweise gerade den Kill bekommen. Als nächstes habe ich übrigens mein E-Spell gelevelt. Okay, da kommt Eschi wieder, dann höre ich hier auf zu farmen und gehe mal kurz zurück und kauf Wards und mir ein Cash-Item. Mist, jetzt habe ich dummerweise nicht gesehen, was für ein Ward sie da gelegt hat. Das war natürlich doof. Sollte man immer drauf achten. So, wir kaufen gleich noch einen Pinken. Ich warte noch ganz kurz, bis ich mir wenigstens einen Pot kaufen kann. Weil wenn die Gegner sehen, dass ich keinen... Nein, Eschi, what the fuck, Mann? Was tust du? Wenn die Gegner sehen, dass ich keine Pots habe, dann werde ich hier ununterbrochen attackiert, weil ich ja mich eben irgendwie nicht durch Pots heilen kann und andauernd zurück muss. Ist natürlich kacke. Darum nimmt man sich mindestens ein oder zwei Pots eigentlich immer mit. Beziehungsweise mache ich das so. Ja, sie kommt schon wieder. Au. Ja, ich warte noch ganz kurz. So, jetzt kann ich den Pot nehmen. Da ist eigentlich ein Board drin. Komm schon, er ist geflasht. Ach Gott. Beziehungsweise geblendet. Oh oh. Blöder Creep! Da kommt noch einiges an. Da sollen wir lieber abhauen. Oh oh. Wäre natürlich cool, wenn ich jetzt gleich mal hier Level 6 käme. Um ja schon mal meine Pilze zu bekommen. Super, den ersten haben wir. Und den legen wir hier auch erstmal hin. Ups, hier ist gewordet. Sieht man daran immer, dass man automatisiert bzw. automatisch eben die Creeps attackt. Wenn dort kein Ward drinne wäre, dann würde ich die auch nicht angreifen. So kann man immer relativ schnell merken, ob da ein Ward drin ist, ohne eben einen pinken Ward zu benutzen. Man muss natürlich ja das Glück haben, dass gerade Creeps vorbeilaufen. So, Ablenkzeitverringerung habe ich jetzt hier nicht besonders viel, beziehungsweise 0. Darum kann ich nicht so häufig meine Pilze legen, aber ich versuche möglichst viele hier überall auf der Map zu verteilen. Oh, meine Fresse, ey, Eschi, die verreckt ja instant. Super, ja, immerhin hat sie ihn bekommen, weil ich ihn geblendet habe.
So eine Scheiße auch. Na, ich kaufe mir ein bisschen Fähigkeitsstärke. Was ist denn los, Eschi, Ja, die ist auch noch Level 5. Ist natürlich Kacke. Tristana ist hier mittlerweile schon Level 7. Okay, da wurde ein Wort gerade gelegt. Ah, wir haben ja auch Shen. Der, ja, naja. Okay, der hat seine Ulti nicht momentan. Warte, da muss ich erstmal den Ward hier entfernen. Dann kann es von mir aus losgehen. Legen wir gleich noch einen Pilz irgendwo hin und ein Ward zum Drachen. Hier ist ein Pilz. Hier noch ein Ward und ja. Ja, Botlane fehlt gerade. Taken wir mal den Tower ein bisschen, dass der ein bisschen Damage frisst. Ja, da könnte auch gewardet sein, ich bin mir nicht sicher. Ja. Oh, die hat sogar einen pinken Ward hier reingelegt. Das ist natürlich dreckig. Aber ja, das war der einzige, den... Nee, sie hat noch einen sogar. Das Schwein, ich glaub's nicht. Ja, was los, Jungs? Ich bin kein Tank. Ich lege hier einfach mal Wildpilze rum. Ja, ich muss aufpassen, dass das Tristana mich nicht killt. Ich bin relativ low. Wenn sie hier reinhüpft und mir eine Ulti gibt, könnte sie mich vermutlich töten. Hier ist kein Wort drin. Okay, jetzt muss ich aber ja, lieber zurück. So. Ach, ich kaufe mir das Item. Ist auch ziemlich geil als Teemo. Und noch drei Pinken Awards. Weil Awards, ja, ziemlich toll sind. Und es bald hier Time for Twake ist, würde ich mal sagen. Achtung, K6. Oh. Schön gemacht. So, Eschi, hier bin ich wieder. Aha. Ich lege hier mal einen Pilz hin. Dann frisst du den hoffentlich gleich, wenn sie... da als nächstes ein Wort reinlegen will. Ich max hier meinen Q-Spell jetzt einfach mal, um die Gegner ja möglichst lange blenden zu können. Weil das ist ja eigentlich gerade das Geile gegen den AD-Carry.
Legen wir mal hier noch einen Pilz hin. Ich renne natürlich ja dummerweise viel in der Map rum hier, wie man sieht. Und ja, noch mehr als wäre ich ein normaler Support. Deshalb fehlt mir natürlich relativ viel Erfahrung. Deshalb pushe ich ab und zu mal ein bisschen. Klaue meinem AD-Carry ein bisschen Farm. Ich hoffe, er verzeiht es mir. Ist hier noch ein Wort? Oh komm, das finde ich ja immer so geil, wenn er dann während der Angriffsanimation wieder zurückläuft und einfach aufhört zu attacken. Rennt eigentlich die Tristana rum? Ja, sofern die hier sonst wo rumrennt. Können wir eigentlich mal den Tower hier machen. Up, 2, 3, 4. Captain Timo, Captain Timo. Okay, keine Ahnung, warum sie scheinbar rumflamed. Mein Team will zurück. Legen wir hier doch noch einen Pilz hin. Pilz ist noch was Tolles. Okay, Bot fehlt. Und wir gehen auch mal zurück. Wir haben schon ja durch die zwei Cash-Items mittlerweile relativ viel Kohle angesammelt. Kaufen uns hier ein Ward-Item. Ja, die Pilze reichen natürlich nicht aus, um hier die komplette Map zu übersehen. Die halten mittlerweile auch gar nicht mehr, gar nicht mehr so lange. Ich glaube, 10 Minuten? Traps last, das heißt auch letzter, ach mein Englisch, ist under all pick. Ohoho. Was war denn das? Ich bin schon längst wieder anders gelaufen. Trotzdem wurde ich ganz komisch gestunt eben. Wow. Ja, ist natürlich jetzt schade, dass deren AD-Carry hier die Fliege gemacht hat. Na, da kommt noch mehr. Haha, geil. Richtig schön.
Oh, komm schon, lauf doch in die Pilze. Was ist denn da los? Ah, fuck, ich hab's nicht gesehen. Schön. Da kam noch Sonan. Ich wollte ihn jetzt nicht klauen, bin extra weggegangen. Yippie. Ja, war natürlich ziemlich glücklich hier von den Gegnern, dass sie wirklich in keinen einzigen Pilz gerannt sind. Und mehr konnte ich leider auch nicht für Eshi tun, als ja, sie versuchen eben mit meinen Pilzen zu slowen und mit meinem Q-Spell zu blenden. Mehr geht leider hier als Teemo nicht. Ist nun mal so. Up, 2, 3, 4, Captain Teemo, Captain Teemo. Oh, da kommt Tristana. Sie ist doch wieder da. So, Pilze auf dem nächsten Level, super. Schon wieder relativ viel Gold. Uhuhu. Nein, bitte nicht. Oh, fuck, das sind ja, ja immer noch alle vier. Ja, die fänden mit. Ganz, ganz lustig. Ich bin hier jetzt ganz alleine und der Tower, er hält nichts aus. What the fuck, Kha'Zix, Mann, wohin rennst du? Naja, wir kaufen uns auf jeden Fall hier mal dieses Item und dieses da. Können wir uns gleich hier komplett kaufen. Mit dem können wir, ja, bekommen wir eben AP und Cooldown Reduction, also Abklingzeit. Das legen wir uns mal auf die 1, das auf die 2, so wie immer. Tristana ist wieder da und macht ordentlich Schaden. Wir sollten relativ schnell einen Inhibitor bekommen, sofern wir hier noch im Vorteil sind, was, ja okay, Kills haben die Gegner trotzdem mehr, aber ja, was eben an Cash angeht, ich denke mal von Towern her und so, haben wir mehr Kohle. Noch. Okay, ich muss in die Mitte. Es wird so nix. Bitte hört auf, hier Nasus zu fokussen. Schöne Ulti von Eshi und Shen. Yippie, ein Blue Buff. Nice. Ich bekomme ihn sogar. Ist ja ziemlich selten als Supporter, dass man hier einen Blue Buff bekommt. Unser Drache. Unser Gold. Glaube ich, jetzt der zweite Drache gewesen, den der gespawnt ist und ja, den wir auch bekommen haben. Oh. Da haben sie echt geil, haben sie einen pinken Ward hingelegt, aber kam nicht auf die Idee,
ja, meinen Pilz oder so kaputt zu machen. Oh, ja. Hoffen wir es mal. We need push. Two, three, four, Captain Timo. Oh. Da geht's ab. Ja, ist natürlich scheiße hier, wenn Shen sich da zu Tode farmt. Oh, eine Wespe. Oh, Moment. fuck, Mann, wo ist sie? Leck mich am Arsch, Drecksviecher. Ja, wenn sich Shen dort zu Tode farmt, wo sich eben Nasus auch zu Tode farmt, weil Nasus hat natürlich viel mehr davon. Oh. Nein, die haben Oracle, die Drecksäcke. Nein. Boah. Fuck that, wir sind so scheiße gesplittet. Und ich habe natürlich jetzt kein Wort mehr. Erstmal hier den AD-Carry blenden. Töte Nasus, bitte, bitte, bitte. Wow, fuck, dieses Sona. Renn, renn rein, ey, ey. Lauf zurück und renn rein, bitte, bitte. Oh. Ja. Waste deine Ulti nicht mehr auf mich, bitte. Kann ich auch mitleben. So. Ich kaufe mir Fähigkeitsstärke. Und warte noch ganz kurz, bis ich mir den nächsten pinken Ward kaufen kann. Oh Mann. Oh Mann, bla bla bla.
Ah, geil. Die Drecksau. Ja, schön alles auf Nasus wasten, bitte. Boah. Krasse Ulti. What the fuck, killt doch die? Ey, 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 fuck you, Mann. Ey. Fokus Triss, please. Und killt jemand mal diesen fucking Support. So. Schön, da habe ich sogar hier noch ein Assist abgestaubt. Was bedeutet, ich kann mir direkt das Item kaufen. Danke. Kauf mir noch einen zusätzlichen Ward. Wow. Läuft gerade ziemlich kacke. Bin auch gerade ein bisschen angepisst. Ich weiß nicht, weshalb niemand hier Ding Fokus Tristana. Ich meine, ich kann sie blenden, aber ich mache leider eben nicht so viel Schaden mit meinen Angriffen, da ich eben ja hier nicht den übermäßigen Farmer habe. Ich habe 42 Creeps oder so. Natürlich ein Witz. Uns bringt eigentlich auch nichts, wenn Shen hier die ganze Zeit gegen Nasus pusht. Oh oh. Oh, weg, 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 weg. Na? Schön. Nein. Boah. Ach was! Niemals! Niemals! Warum ist der ihr Auto-Attack Range höher als meine Q-Range? Bitte, ey. Ah, oh, er stirbt. Nein! Wow! Nice Damage. Ich brauche dringend Magieresistenz hier. Die Anivia. Abartig, was die drückt. Hammer, ich habe voll die Scheiße, sehe ich gerade. Aber ja. Höhen und Tiefen. So sieht's aus. Ah, fuck. Kein Platz für Pink Awards gerade. Ich warte noch ganz kurz, dann hole ich mir einen Oracle. Da, 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 zack. Was hat Nasus hier schon für einen krassen Farm? Geil. 260, während Shen zwar ja auch so ungefähr so viel hat. Aber ja, natürlich ist der Farm bei Nasus einiges schlimmer.
Na, blöder Wort, bleib so stehen. Und Shen geht wieder auf die Top-Lane. Was für ein dummer Ward hier. Schön gelegt. Da lege ich jetzt meinen auch hin. Da ist Nasus hier wieder. Ich warte noch ganz kurz, bis ich mir hier. Ja, Shen. Der geht mir gerade voll auf den Sack, dass er die ganze Zeit top pusht. Weil, ja, er kann einfach nichts gegen hier. Oh nein, nein, nein. Schön. Oh, fuck that, ich komme nicht dran. Aber schön gemacht, AP-Carry hier tot. Och ja. Natürlich fliege ich hier jetzt direkt hoch. Er ist geblendet, sein Q wirkt nicht. Uah, und ich bin tot. Und Tristana lebt immer noch. Geil. Jetzt macht aber den scheiß Inhibitor bitte platt, weil... nein, macht ihn. Jetzt hätte ich ihn auch noch töten können, hätte ich noch einen Assist bekommen. Nein, klappt schon. Ja, wie gesagt, also ich finde, ich kriege ja immer das Kotzen, wenn man voll vorne dran ist. Also das war jetzt eigentlich von Anfang an bis zum Schluss oder beziehungsweise bis jetzt noch steht. Noch ist es nicht vorbei, leider. Hätte gern schon gewonnen. Ja, ausgeglichen gewesen. Aber oft ist es so, man ist ziemlich weit vorne dran. Na, der gegnerische Nasus farmt die ganze Zeit auf der Top-Lane. Irgendwann hat er halt eben ja, einen relativ überpowerten Q-Damage. Oh, jetzt hat er hier schon wieder ein Oracle. Und wir versuchen es gleich nochmal. Kann niemand mal diese scheiß Tristana hier? Meine Fresse, ey. Auf, push schnell die Top-Lane. Spannend bis zum Schluss. Jeder Teamfight erneut aufregend. Ist das zum Kotzen. Das Item ist auch übrigens ganz cool. Damit können die Tower ja, vorübergehend nicht pushen. Nicht attacken. Ist ja beim Pushen ziemlich praktisch. Momentan jetzt für meine Zwecke gerade nicht so gut geeignet. Das Item verkaufe ich jetzt mal. Ich brauche gerade keinen, kein, wie nennt man es mal, keine Kohle mehr. Ich kaufe mir lieber Fähigkeitsstärke. Und natürlich bin ich jetzt schon außerhalb des Shops gelaufen. So, noch ein Pinken Ward.
Nee, nicht Bot pushen, weil der Nächer noch ab ist. Lieber mal Toplane pushen. Dann kann man notfalls nämlich immer noch hier zum Nächer rennen. Ja, we need to push. We need to push, push, push. Legen wir auch mal noch einen Pilz hin. Hier auch. Oh, da hat es schon wieder ein Ward hingelegt. Und noch einer. Schön viel Kohle für mich. Und noch einer. Aber das ist mir jetzt zu blöd, weil die mich hier veräppeln. Ich weiß es genau. Wir müssen mal die Toplane hier pushen. Yes. Okay, sie wollen Nächer machen. Und der Inhibitor ist schon... Ja, so slow sind wir. Wie ich das hasse. Leider kommen noch Mana, was ich mir jetzt auch aufheben muss. Ja, der Inhib ist wieder da. Umso mehr Wards, umso besser. Auch okay. Oh, meine Fresse! Schön, dass mal jemand auf die Idee kommt, hier die Tristana ein bisschen zu attackieren. Go, 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 lass hier ready machen. Yippie! Ja, Timo Supporter hier. Hoffe, hat euch gefallen. Mal was anderes gewesen. Ja, bis bald und macht's gut.